Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich teste heute zum ersten Mal diese Orchid Dusk Palette von Catrice. Die habe ich mir wirklich schon sehr lange angeschaut und überlegt, eigentlich brauche ich sie nicht, aber es sind so schöne Farben. Sie gefällt mir wirklich sehr gut. Die Töne sind wirklich wunderschön. Eine Alltagspalette, aber auch eine Palette, wo man wirklich etwas Tolles daraus machen kann, finde ich. Diese rosa-rot-Töne sind ja wirklich sehr, sehr im Trend gerade. Und in diesem Bereich werde ich mich heute auch aufhalten. Ja, und da ich von Catrice noch nie eine Lidschattenpalette hatte, bin ich deshalb auch wirklich sehr gespannt, wie die so performt. Deshalb würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Zuerst verwende ich gleich mal hier von MAC den Paint Pot in der Farbe Soft Okra und gebe es mir auf mein Augenlid, um eine schöne Base zu schaffen. Was mir hier jetzt gleich aufgefallen ist, ist, dass hier kein Farbton darin enthalten ist, wo ich mein Lid setten kann. Also die hier ist ein Glitzerton, die auch die hellste matte Farbe ist, diese hier. Deshalb werde ich jetzt einfach auch in diese Farbe gehen. Die Farben sind wirklich ganz gut pigmentiert, nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach, was ich wirklich sehr gut finde. Man kann auch die Farbe hier schön aufbauen und ja, weiter geht's mit diesem Ton hier, den ich mir mit einem etwas schmaleren Blenderpinsel in die Lidfalte gebe. Erster Eindruck ist auf jeden Fall top, dass die Palette so gut ist, hätte ich nicht gedacht. Was ich sehr positiv daran finde, ist, ja, sie krümelt nicht. Es gibt keine Fallouts und das ist sehr gut. Ist zwar jetzt nicht eines der wichtigsten Dinge, wie ich finde, aber ja, bin auf jeden Fall total zufrieden. Von den Schimmerfarben, die ich ausgetestet habe, die könnten vielleicht einen Tick besser pigmentiert sein. Man muss halt wirklich mit den Fingern arbeiten und aufbauen, damit man einen schönen Effekt bekommt. Ja, ich werde mich jetzt noch um den unteren Wimpernkranz kümmern und ja. We'll be right back.
Jetzt werde ich noch einen Eyeliner ziehen, einmal hier mit den Catrice Liquid Eyeliner in Matt in der Farbbezeichnung 010 Dating Joe Black. Und ich habe mir diese Catrice Iconista Lash Melanizer Volume Mascara geholt. Auf die bin ich schon sehr gespannt. Und die zwei Produkte werde ich jetzt noch auftragen. Tja, und fertig ist der Look. Eyeliner ist gezogen, die Wimpern sind getuscht. Die Wimperntusche, ja, ich muss mich erst damit abfinden, glaube ich. Aber im ersten Eindruck ist sie wirklich ganz gut. Was mir aufgefallen ist, sie verlängert die Wimpern optisch wirklich sehr gut. Das gefällt mir. Es ist auch ein Gummibürstchen, man kommt auch gut an die unteren Wimpern dran. Und die Palette, ja, ich bin auf jeden Fall total happy, dass ich sie mir geholt habe. Bereue es auf jeden Fall keine Sekunde. Der Look kann sich, denke ich, sehen lassen. Und die Palette ist für den Preis wirklich sehr gut und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachschminken. Ich bedanke mich jetzt noch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal.